Oder kommt auch mal live im Stream vorbei. Wahrscheinlich bin ich jetzt sogar live. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ihr seht hier schon, ich habe endlich meine 15 Bomb gemacht. Endlich habe ich mein Kill-Gameplay gebrochen, meine 14 Kills, die ich davor hatte. Ich finde auch jetzt sind 15 Kills mehr wert als zu dem Zeitpunkt, wo ich die 14 Kills gemacht habe, die 15 Kills mehr gewesen wären. Tja, moin, das war's komplett mit der Aussprache. Ja, Leute, leider müssen wir uns jetzt die ersten 6 Kills hier in der Wiederholung anschauen und danach können wir dann zum Glück umswitchen in den PlayStation-Kinomodus, also die Aufnahmegalerie. Deswegen würde ich sagen, genießen wir es erstmal jetzt hier, die ersten Kills. Ich glaube, ein bisschen spulen können wir hier schon. Das war's wieder komplett. Okay, hallo, so. Jetzt gucken wir uns mal die 15 Bomb an. Mein Ziel ist ja, eine 20 Bomb auf kurz oder lang zu machen. Deswegen ist das hier eigentlich ein guter Schritt dahin. Ich habe hier den Tryharder Skin. Ich habe mich auch umbenannt übrigens. Ich kann euch leider jetzt nicht zeigen, welche Waffen ich hatte und so. Bis zu den 6 Kills. Dann kann ich halt umschalten. Also dann wie Ralf Zettele damals umschalten, Freunde. Ihr seht schon hier natürlich mit dem Loot direkt mal Glück gehabt. Erste Kiste, Minis, da vorne Biggie aufgehoben. Da erstmal natürlich die Respektschüsse in den Boden geschossen. Und ja, da dachte ich schon, das war's jetzt. Aber zum Glück hittet er nur einmal. Ihr seht schon, im Kinomodus sieht es echt belastend aus, wie die Schüsse und so aussehen. Tut mir auch voll leid, aber ihr kennt das vielleicht. Manchmal fuckt das einfach so ein bisschen, ja, keine Ahnung, fuckt das ein bisschen ab. Jetzt müsste ich hier, ich kann leider nicht sehen, wie viel Leben ich hatte. Vermutlich so 75 Blue Life oder so in dem Bereich werde ich jetzt hier gehabt haben. Wie gesagt, nach dem 6. Kill können wir dann easy umschalten, dann sehen wir wieder alles. Es ist ein bisschen blöd, ich hätte die Share-Funktion auf 15 Minuten eingestellt. Dabei ist da 30 Minuten viel schlauer und deswegen ein bisschen blöd gelaufen. Hier, da saß einer, der hat sich für mich angeboten. Danke dafür, Digga. Den habe ich mir easy mitgenommen. Man sieht ja wenigstens die Kills oben, aber ja, kann man ja auf jeden Fall lassen. So. Also, wie gesagt, Leute, 15 Kills, absolut nichts Besonderes, aber für mich schon, weil ich mich einfach extrem gefreut habe und der wird hier so ein bisschen outbuildet. Ich habe das Gefühl, seit ich diesen Skin hier benutze, diesen Tryharder-Skin, generell Frauen-Skins sind irgendwie Tryharder-Skins, habe ich das Gefühl, und Ehre genommen, seit ich diesen Skin benutze, läuft es auf jeden Fall ein bisschen stabiler. Keine Ahnung, woran das liegt. Eventuell ist es halt einfach so. Ich weiß ehrlich nicht, dieser Skin macht den Leuten vielleicht ein bisschen Angst oder so. Im Übrigen, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, habe ich mich jetzt umbenannt. Ich heiße jetzt Marcel Scorpion statt im Scorpion. Ich habe mit dem Epic Games Account und der Hilfe von Daisa habe ich das Ganze übertragen. Und den Biggie hier lasse ich mir natürlich nicht entgehen, Freunde. Das ist übrigens gerade nicht live. Ich spiele hier gerade nicht live, ne? Also alles entspannt. Das ist gerade, wie gesagt, nachkommentiert. So merkwürdig wird das Gameplay nicht aussehen. Und jetzt dachte ich, ich mache das 200 IQ Gameplay hier. Dachte ich jetzt mal, da hinten ist einer. Okay, jetzt nehme ich doch den Granatwerfer. Ich kann euch direkt sagen, hat nicht so gut funktioniert, wie ich es mir an sich erträumt hätte. Okay, Leute, da dachte ich jetzt, okay, der Typ müsste doch da hinten irgendwo sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein, Amana Warstein, dachte ich mir da so. So, okay, da habe ich gedacht, da mache ich oben mal zu, hole mir jetzt nochmal easy die Chest. Da, also während dieser, ich habe diese Runde in Carmos Livestream erspielt. Er hat die ganze Zeit mit Issa gesprochen und ich habe nebenbei einfach so ein bisschen geschwitzt. Das war eigentlich ganz witzig, ich habe auch denen eigentlich gar nicht zugehört. Das hat mich aber irgendwie beruhigt. Man war nicht so alleine, man war nicht so lost. Und ja, der Typ hier wollte anscheinend nicht mehr leben, beziehungsweise zack! Wird aus dem Himmel geschossen, da hatten wir jetzt, oh, jetzt habe ich Heads-Up-Display ausgemacht. 5 Kills hatten wir jetzt hier, Amana Warstein ist lustig, dankeschön, ich gebe mein Bestes. 5 Kills und 40 noch übrig, da habe ich auch zu Issa und so gesagt, ey, das klappt jetzt, ich mache jetzt meine 15 Kills schaffe ich jetzt, habe ich so gesagt. Das fehlt jetzt meine 15 Kills und das hat dann auch zum Glück geklappt. Hier habe ich zugemacht, damit ich hier die rechte Seite für den Kill habe. Das ist ja immer ganz gut, man muss ja immer nach rechts pieken. Da dachte ich jetzt irgendwie, ja, vielleicht mal eine Waffe nachladen. Ich wäre wieder gestorben, wenn das jetzt der Gunfight gewesen wäre. Weil ich wieder nicht nachgeladen habe. Ich habe ein bisschen rausgelockt und ich glaube, ich hole ihn mir jetzt auch. Auf jeden Fall habe ich ihn ein bisschen nervös gemacht. Jetzt hat er mich wieder zugebaut. Da dachte ich mir, das war's wieder komplett. Da ziehen wir erstmal durch. So, und wie gesagt, noch einen killen, dann können wir in den richtigen Modus umsteigen. Und dann wusste ich, okay, da ist er jetzt. Er wartet hier. Und zack! Let's go! So, jetzt haben wir die 6 Kills. Und ich glaube, jetzt können wir... Moment... Ah, den Easy-Abstauber, 7. Kill noch. Und ich glaube, jetzt können wir langsam umsteigen. Ich glaube, jetzt können wir umsteigen, ja. Ja, genau, 7 Kills. Also jetzt können wir das gesamte Heads-Up-Display wieder sehen, Leute. Auf ganz entspannter Ebene. Also, jetzt sieht das Ganze auch schon wieder viel besser nach dem Gameplay aus, finde ich. Ein bisschen weniger FPS zwar, aber scheiß drauf. Jetzt wurde ich von hinten angeschaut und jetzt dachte ich wirklich, das war es mal wieder komplett, dachte ich mir hier an der Stelle. Jetzt wirst du von dem ganz eklig geholt, deswegen ist das Gameplay jetzt hier ein bisschen slow-paced. Jetzt habe ich hier einen Kampf gehört und jetzt bitte guckt, wie ich diese Falle überlebe, wie ich diese Falle dodge. Erstmal wird auf den geschossen und da sind gerade zwei Leute. Da hinten sind einfach gerade zwei Leute drin. Und jetzt gleich, wie ich diese Falle aufesse, das ist so lustig, ihr werdet euch totlachen. Das war wirklich mal Luck. Das war eigentlich so eine Schicksalsszene, wie früher bei COD, wo man weiß, das hier ist das Gameplay deswegen. Man schafft es deswegen. Okay, so. Und jetzt wusste ich, okay, der eine Typ ist noch übrig. Und jetzt pass auf. Die Falle. Ah!
Digga, 13 AP und die Falle überlebt. Da dachte ich, das wird niemals im Leben, wird das jetzt hier die 15 Kills. Das wären die 15 Kills niemals, habe ich mir an der Stelle gedacht. Aber zack! Das war wirklich so eine Glückssituation. Mehr Glück wäre nicht gegangen. Und er hat zum Glück jetzt, glaube ich, Bandos oder so gedroppt. Oder ich habe noch Bandos. Ja, genau, er hat sie gedroppt, Alter. Das war wirklich die Luck-Situation der Vergeltung in der Situation, Mann. Komplett lustig. Wie gesagt, das Gameplay ist nichts Besonderes, aber es ist einfach mal wieder so eine Marcel-Situation gewesen gerade. Deswegen habe ich jetzt hier, deswegen lade ich das hoch. Jetzt seht ihr, ich nehme die Tommy, glaube ich, jetzt mit, weil die präferiere ich auf jeden Fall über der Dingens. Da habe ich mich, glaube ich, verguckt. Ich glaube, jetzt hebe ich sie auf, genau. Weil ich mache das so wie Camo eigentlich, weil was Camo macht, ist Gesetz für mich und deswegen, ja. So, ich wusste, da hinten sind zwei Leute. Ich habe zweimal Steps gehört und ich dachte mir so, okay, gut. Bounce Pad ist da, fliegen wir mal rüber. Ich höre ihn jetzt auch unter mir. Es war auch das erste Mal, dass die Elgato nicht lief, seit ich jetzt Fortnite spiele, glaube ich. Ey, das erste Mal, dass ich ein Gameplay nicht am Start habe. Ich dachte mir, er ist hier bestimmt drin. Deswegen mal ein bisschen Druck machen mit den Granaten. Und da läuft er auch schon los. Die Granate landet einfach mal natürlich neben mir. Und der Typ macht es mir gleich noch richtig schwer. Der macht es mir noch richtig, richtig schwer. Weil ich höre, glaube ich, jetzt noch einen anderen zuerst. Jetzt höre ich den anderen. Aber der hat es mir zum Glück nicht schwer gemacht. Ich weiß nicht, was mit ihm los war, Digga. Er hat irgendwie keinen Bock gehabt. Zack. Gute Nacht. Und der hat mir die Minis gegeben, die ich jetzt brauchte, um den anderen Typen zu holen. Ohne das hätte das wahrscheinlich nicht funktioniert. Weil der Typ macht mir gleich mies Damage, weil er diese überextreme Doppelpump-Shotgun am Start hatte, Alter. Das war's wirklich completely, Alter. So, ich glaube... Jetzt, genau, jetzt gehe ich für den Chase, Alter. Ich hole einfach noch 6 von den 17. Das ist eigentlich ganz okay. So, jetzt... Er ist dann nämlich immer noch drin. Jetzt spreng ich erstmal alles in die Luft. Und jetzt guck mal bitte, was er mir für ein Damage macht mit dieser Waffe. Das ist so ekelhaft. Komplett ekelhaft. So, erstmal weiß ich, er ist da. Und jetzt, Alter, dieser Knall alleine. Dieser fucking Knall. Ich dachte jetzt, das war's komplett. Ich lock ihn raus. Die Granate ist perfekt gekommen. Die ist wirklich perfekt gekommen. Jetzt höre ich, dass er gleich neben mir ist. Da habe ich noch einen fetten Damage bekommen. Jetzt wusste ich, okay, er wird One-Shot sein. Aber ich auch. Jetzt baue ich hier einmal hoch. Er kommt aber von links. Ich springe einmal, choke und zack. Der 100, keine Ahnung, 160er oder so in your face, Digga. Der war schon... auf jeden Fall mies. Ich mache auch während des gesamten Gameplays keinen einzigen Explosive Skill. Ohne Scheiß, mit der Heavy Pump machen die Shotgun Headshots einfach mehr Bock. Keine Ahnung, woran das liegt, ist einfach so. Es macht einfach mehr Bock, damit in den Kopf zu schießen. Aber der hat auf jeden Fall gut Mats gegeben, der Typ eben, ne? Ehrenmann auf jeden Fall. Jetzt kommt eine Situation, das passiert mir ganz oft. Ich sehe jetzt einen Free Kill eigentlich, aber ich mache den Free Kill nicht. Ich mache es mir etwas schwieriger. Ich mache es mir jetzt etwas schwieriger, ihr seht das jetzt gleich. Und zwar hätte ich jetzt auch Pech haben können, weil ich baue den mit dem Rücken zu ihm den Baum. Jetzt sehe ich ihn erst, da ist er nämlich. Zack, da am Baum, so. Ich dachte mir, was machst du jetzt? Eigentlich ein easy Kill und dann gebe ich ihm nur 22, hätte mir die Zeit nehmen müssen. Aber der hat keine Chance, den habe ich komplett high grounded. Den habe ich wirklich komplett outplayed, den Typen. Der macht mir nicht einen einzigen Damage. Das war es wirklich completely mit ihm. Der baut noch die Falle, aber ich wusste, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Tommy Gun Action, rein in die Olga. Der Typ springt raus, bye bye. 11 Kills, noch 8 weitere Gegner an dieser Stelle. Ich habe das schnell zugemacht, weil ich dachte, falls da noch wer kommt, dann mache ich das mal lieber so. Und jetzt erstmal schnell die Heal-Session beginnt jetzt. Leute, ich habe gerade so wenig Sauerstoff in meinem Körper wegen dem Double-Teil. Auf jeden Fall kommt jetzt hier so ein richtig schöner Ben um die Ecke. Ich sag nicht, was passiert, aber ich sage nur, dass er da gleich um die Ecke kommt. Und das war's für ihn wirklich komplett. COD-Aim. Und da habe ich natürlich den Juggy gesehen. Da dachte ich mir, den Juggy... den kann man sich mal gönnen. Ne, das ist der Playsy. Also für alle denken. Ich habe jetzt neulich mal im Stream einmal PC gespielt mit Controller. Aber das ist Playsy. Kann ich auch kurz beweisen hier. So. Und der Jug-Jug. Aber dachte ich, okay, da oben ist noch einer. Den holst du jetzt lieber, bevor der Jug-Jug getrunken wird. Und jetzt guck mal bitte, was er sich da für eine geniale Konstruktion gebaut hat. Die Falle. Er sitzt da einfach, Digga. Er sitzt da einfach. Guck mal, wie ich die aus dem Fenster schieße, die erste Nate, Digga. Die ist wahrscheinlich irgendwo in Tilted Towers angekommen, Alter. Und jetzt geht er zum Glück hier auf den Chase und das wird jetzt, glaube ich, ein easy Zack. 128 in your face. 13 Kills, noch 5 Gegner und der eine schießt auf mich. Und jetzt wurde es erstmal Zeit, den Jiggy Jugger Jackson zu trinken. Ich schwöre euch, diese One-Pumps mit dieser schweren Shotty, das ist einfach Lifestyle. Okay, jetzt, glaube ich, nehme ich die Minis mit, ja. Isa sagt immer, nimm lieber Blue Life mit und ich höre ja auf die Jungs. Das habe ich auch vorhin schon im Stream erzählt.
Ich habe einfach total Glück, dass ich mit den besten Spielern spielen kann, weil dann verbessert man sich halt auch selber, weil das halt jetzt mein Maßstab ist. Mein Maßstab ist jetzt quasi, natürlich kann ich niemals so gut werden wie die, das war auch damals bei Barca so, ich konnte niemals so gut werden wie Barca, aber man wird einfach besser, wenn man sich mit diesen Leuten misst. Und dann werde ich halt nicht so gut, dann werde ich vielleicht 60% von denen, aber es ist immer noch okay. So denke ich immer. Ich bin ja so ein kleiner Tryhard, mich hat die Fortnite-Sucht halt komplett gepackt. Ich habe auch im Stream die letzten Tage, obwohl Beta noch da war, trotzdem Fortnite gezockt, weil ich einfach so Spaß hatte und genau so eine Runde hat mich dann einfach belohnt, ausnahmsweise mal. Wie gesagt, es ist nichts Besonderes, aber ich habe mich einfach mega darüber gefreut und ich wusste, ich verpiss mich jetzt von Typen, weil er ist eh nicht in der Zone. Und jetzt kommt, glaube ich, hier die Bounce Pad Action Deluxe. Ich hasse es nämlich, über diesen See rüber zu laufen. Es fuckt so heftig ab. Deswegen einfach ein paar Bounce Pads aufbauen. Zack, zack. Ich ziehe durch. Es leben noch drei weitere. Zwei davon werde ich holen, logischerweise. Hier dachte ich warte es mal kurz ab. Dann kann ich den Baum auch noch easy mitnehmen. Und ich wusste ja, hinter mir ist der Typ noch, aber er zeigt sich einfach nicht. Ich habe die ganze Zeit geguckt. Jetzt habe ich ihn gesehen, Leute. Ich habe ihn jetzt gesehen, dass er da hinten lang läuft, auf N. Und da habe ich es live nicht gesehen. Da war ich zu nervös, glaube ich, Alter. Da habe ich den Schmetterling gesehen, dachte wahrscheinlich auch so, das ist der Gegner. Ich wusste, ich muss noch dieses Drecksstück See hier überqueren. Das fuckt so ab. Da hinten hat sich einer auch eine Base gebaut. Und das fuckt mich gleich auch übelst ab, weil ich jetzt nämlich einmal Fettfinger, genau jetzt Fettfinger ich einmal, weil da oben guckt jetzt raus und genau jetzt habe ich, beziehungsweise was heißt Fettfingern? Ich habe halt zugebaut, aber jetzt nehme ich, jetzt gehe ich runter irgendwie, das ist das Problem. Irgendwie, genau, das war der Fettfinger. Das war absolut der Fettfinger. Das war das Problem und deswegen gehe ich jetzt hier auf locker entspannt den weiteren Weg und das ist natürlich dumm. Aber den Typen mache ich jetzt nervös mit meiner schlechten. Ich werfe jetzt eine übelst schlechte Nade. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier einfach nervös geplayed, so, weil ich halt die 15 Kills im Kopf hatte. Und das ist eigentlich immer ein Fehler. Das war auch bei Gameplay schon ein Fehler. Und Mr. Thermal snipet mich hier an und schießt mich jetzt gleich nochmal an, Alter. Und jetzt schlechte Nade, aber er verpisst sich jetzt zum Glück dank dieser Nade. Das war mein Glück jetzt. Und der Typ wird mir eben mit der Tommy auseinandergenommen, zum Glück. Und jetzt war es eine 1v1-Situation gegen den Typen vom Berg von vorhin. Erstmal alles nachladen, da habe ich daraus gelernt aus ein paar Fehlern. Jetzt wusste ich, okay, ganz entspannt, Mann. Das musst du ja jetzt easy runterplayen. Minis nehme ich, glaube ich, jetzt noch mit. Nehme ich nicht mit, habe ich zu viel Ego. Und ich check jetzt auch nicht, dass der Typ neben mir sich jetzt so eine Base baut, Alter. Das höre ich einfach nicht. Ich wollte ihn jetzt unbedingt snipen an der Stelle. Ich dachte mir so, es wäre doch eigentlich ganz cool und es würde mir auch ein bisschen Druck wegnehmen. Ah! Gepanic-sniped. Jetzt baue ich wieder, jetzt war ich wieder nervös. Man merkt es einfach komplett hier, dass ich komplett nervös war. Aber ich habe jetzt die Idee gehabt, okay Marcel, wenn du ihn da so nicht rauskriegst aus seinem Turm, du hast doch noch den Grenade Launcher. Wenn du dem jetzt einfach ein bisschen Druck machst, wird er schon von alleine rauskommen. Und das macht er auch gleich, Digga. Er wird so lustig rauskommen. Das war jetzt nochmal der Panic Snipe. So. Gepair das Ding. Und jetzt wusste ich, ich mache ihn jetzt einfach ein bisschen nervös damit. Einfach so ein ganz bisschen nervös. So. Ich wusste, er wird anfangen zu schießen, deswegen schnell in den Baumodus gewechselt. Und jetzt hatte ich meine Chance. Und guck mal, er zieht direkt durch. Ich glaube, er fällt sogar. Genau, er jumppaddet jetzt runter. Und Alter, was war das für ein Angriff von ihm mit seinem Jumppad, Digga? Das war es dann wieder komplett. Ich wusste halt, er ist jetzt neben mir. Und das spiele ich jetzt eigentlich ziemlich souverän runter. Digga, wie er sich den Kopf eingehauen hat. Er ist zum Glück gut lost, Alter. Wie er jetzt alles zubaut, Alter. Guck mal, jetzt macht er da auch noch zu. Und jetzt war es halt klar. Er wird challengen. Er kassiert. Das waren die 15 Kills. Ja, ich bin eigentlich zufrieden mit dem Gameplay. Es war natürlich nicht ultra optimal, aber es zeigt so eine kleine Tendenz. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Checkt die letzten Videos gerne ab. Oder kommt auch mal live im Stream vorbei. Wahrscheinlich bin ich jetzt sogar live, könnte sein. Also haut rein, bis dahin und ciao, ciao.